Ja, willkommen zu Half Moon. Ich hab's mir mal als PSX-Version hier runtergeladen. Ich würde das gerne mal spielen. Nebenbei schaue ich mir eine Serie aber ein. Ja, ich werde da jetzt nicht vorlesen. Ich werde da jetzt nicht wieder stundenlang vorstottern irgendwas. Wenn ihr das lesen wollt, dann lest euch das selber durch. Ja, ich kenne das Spiel schon auf jeden Fall und ja, ich habe Bock, das zu zocken. Bloß ich möchte nebenbei irgendwie mehr als diesen Ton hier haben. Okay, starten wir ganz. Versuchen wir ganz mal zu starten. Hallo Nancy. Ja, hör zu, tut mir leid, aber ich kann nicht. Das Essen und so wird leider nichts. Ich bin im Moment kein guter Gesellschafter. Denn, hast du getrunken? Nancy, ich leg jetzt auf, entschuldige bitte. Ja, mach ich. Nancy, konnten Sie McGregor schon erreichen? Ich hab ihn gesprochen. Stimmt was nicht? Was damit? Ich weiß nicht, Sir, aber er schien betrunken zu sein. Chief, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin momentan nicht im Dienst. Nicht im Dienst gibt es bei uns nicht. Lassen Sie mich rein. Na, warum? Nicht im Dienst? Gut ausgemacht. Was ist los? Nichts, ich habe nur ein Schlückchen getrunken. Nichts? Nach 5 Jahren Abstinenz leeren Sie eine Flasche Whisky ganz ohne Grund? Ich bin ein Feigling, Chief. Sie sind ein Feigling. Eine feige Ratte, Sir. So jemanden nennen wir IRA. Sie haben die IRA bekämpft. So ist es. Bis ich desertiert bin, einfach weggelaufen. IRA, das bedeutet, ich reiß aus. Sie sind knapp mit heiler Haut aus Belfast entkommen. Das ist für mich kein Weglaufen. Sie haben doch einen Sohn. Ja. Jemand hetzt ihn auf, nur mal angenommen. Und macht ihn zu einem Fanatiker, ohne dass Sie es verhindern. Wie würden Sie das nennen? Ist das kein Weglaufen? Es kommt drauf an. Seine Mutter macht aus ihm ein Monster. Wie sie eins ist, voller Hass, voller Rachsucht und Bigotterie. Sie nennt das ihr Erbe. Die IRA ermordete ihren Bruder. Jetzt nimmt sie Rache an jedem IRA-Mann. Verflucht jeden Katholiken. Ich wollte uns da rausholen. Da drehte sie durch, nannte mich ein Verräter. Sie sagte, wenn du dich drückst, dann wird dein Sohn den Krieg weiterführen. Er ist jetzt 12 geworden, Chief. Wer hat die Verantwortung? Ja. Deine Frau? Oder etwa ich? Irgendjemand ist dran schuld. Wissen Sie, als dieser Junge geboren wurde, verkörperte er alles Gute und Schöne auf dieser Welt. Verstehen Sie? Ja. Glauben Sie an Geister? Nein. Ich habe so manche gesehen. Ja. Danny, ich möchte, dass Sie wieder nüchtern werden. Dass Sie morgen wieder fit sind. Schlafen Sie sich aus, Danny. Schließt eure Töchter weg, Leute!
Leute, die irischen Terroristen sind in der Stadt und besuchen keinen geringeren als unseren Präsidenten. Wollt ihr ins Weiße Haus eingeladen werden? Dann jagt ein Gebäude in die Luft. Hier ist DJ Hawks, die einzige noch normale Stimme von DC. Das Zeug in Dravenes kriegen. Na, sieh einer an, du liebst. Sieht aus, als brauchst du ihn dringender. Sei nicht stinkig, Nancy, komm schon. Es tut mir leid, es kam was dazwischen. Und ich werde in die Ecke gestellt. Ist Essen gehen denn so schlimm? Ich mach's wieder gut. Möchtest du darüber reden? Ist zwecklos. Woher willst du das wissen, wenn du es gar nicht versuchst? Mach mir keinen Stress, Nancy. Bitte. Hier ist die Akte von Frederick Cray. Los, Abmarsch. Hier. Gehen wir. Ende der Durchsage? Komm, Sandy, es war zu wenig gestern. Verdammt, hast du sie nicht alle? Sind echt clever. Überall Fluchtwege und ein Haufen Wachposten. Und die Tür da sieht aus, als wäre dahinter ein versteckter Club. Auch wenn Mrs. White beteuert, dass es nicht ihr Mann war. Shampoos und Reizwäsche klingt doch sehr nach versautem Wochenende. Aber was ist mit der Redskins-Jacke? Er hasst die Redskins. Ich hasse die Redskins auch. Sind Sie in Schwierigkeiten? Wenn Sie über was reden möchten oder Sie etwas bedrückt, dann sagen Sie es. Bin ich in der Polizeitruppe oder sind wir in der psychiatrische Klinik? Sieh mal einer an. Hey, Danny! Wo rennen Sie hin? Was soll denn das? Halt, stopp! Polizei! Stehen bleiben! Ich sag dir, stehen bleiben! Was zur... Danny, was machen Sie? Hey, hey, Mann, Scheiße, was geht hier los? Na komm, komm her! Verschwindet, ihr verdammten Idioten! Was ist das? Was ist das, hä? Hast du eine eigene Telefonfabrik, Kumpel? Ganz ruhig, Danny, ja? So, und du ziehst jetzt Leine. Vergiss deinen Krempel nicht! Verfluchte Wichser! Wie heißt du? Spuck's aus! Freddy Cray. Das hier ist deine Straße, nicht Freddy. Wovon reden Sie, Mann? Woher hast du die Jacke? Woher hast du die Jacke, hä? Sieh einer an. Das Teil ist locker 10 Riesen wert. Wovon lebst du, Freddy? Ich makel mit Aktien, Officer. Makelst mit Aktien, hä? Du bist verhaftet. Auf jeden Fall ein tolles Spiel. Die Jacke war geschenkt. Ich weiß nicht mehr von wem. Ich verstehe das nicht, Danny. Sie verhaften jemanden ohne Beweise und verbocken unsere Untersuchung. Sehen Sie sich die Klunke an. Zum Beispiel den Ring hier. Was glauben Sie, wo er den her hat? Und er hatte die Jacke an. Ja. Der Ladeninhaber hat sie aber nicht an Freddy verkauft. Temple, Freddy bekommt das wieder und darf gehen. Er darf gehen? Einfach so? Ja. Der hat doch Dreck am Stecken. Das hat er. Freddy Cray. Eine drogenbezogene Vorstrafe, 4 Anklagen wegen Körperverletzung, versuchten Mordes und Rauschgifthandels. Der Kerl ist ein Schwerverbrecher. Immer kam er frei. Er ist raffiniert. Und wir müssen ihn wieder laufen lassen. Er trägt eine Jacke, bezahlt mit Alan Whites Kreditkarte und Sie lassen ihn wieder raus. Wo ist der Beweis? Ich meine, Sie wissen doch, wie es geht, Danny. Jemand wie der kommt davon. Und das nennt sich Gerechtigkeit. Fabelhaft, Sir. Dank Ihnen kommt er davon. Ich ziehe Sie von dieser Sache ab. Gehen Sie zu den anonymen Alkoholikern. Und werden Sie nüchtern. Ja, ich höre im Hintergrund... Cool, ich bin ein Alle mal herhören, wo ist Jojo, dieser verlogene, diebische Wichser? Holt ihn mir, ich will ihn tot sehen. Los, sucht ihn, alle, da geht schon. Findet den Arsch. Schaff mir nicht ein, Mann. Hotel Shannon, guten Abend. Martin McBride, bitte. Einen Moment, Sir. Ja? Oh, falsch verbunden. Los, mach schon, beeil dich! Ist das alles?
Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe keinen Cent mehr, Jojo. Freddy hat den Verkauf eingestellt und lässt dich von allen suchen. Er sucht immer noch nach mir? Ja, er sagt, er will dich tot sehen, Jojo. Er platzt vor Wut. Wieso? Psst, halt die Klappe. Ich habe nichts getan, klar? Nimm diese Karte, geh in den Supermarkt und hol uns was zu beißen. Helen White? Was soll ich mit bezahlen? Ja, Logo, das kratzt sie doch nicht. Geh schon, mach dich weg. Ja, doch. Verschwinde, hau ab. Ist ja gut. Mach schon. Ja? Zimmerservice. Was soll das? Erkennen Sie mich? Nein, ich erkenne Sie nicht. Was ist mit Sergeant Albert Cruikshank? Commander Ronnie Dray? Constable Joe Dunlop? Erinnern Sie sich an diese Namen? Kellos Pass? Ja, Kellos Pass. Die Explosion am Kellos Pass. Sie sind McGregor? Ja, der bin ich. Eine Frage. Sind Sie weggerannt, nachdem es geknallt hat? Oder haben Sie noch den Anblick genossen? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Lügen Sie nicht noch auf dem Sterbebett. Sterbebett? Ich bin hier, um Sie für die toten Polizisten zur Rechenschaft. Interessant. Und das nutzt dem Frieden in Irland? Irland? Nein. Ich will nur Gerechtigkeit. Und die werde ich haben, wenn Sie tot sind. Aber ich töte schon lange nicht mehr. Hat Sie keiner informiert? Wir planen einen Friedensvertrag. Wie soll das funktionieren, Martin? Entschuldigt, Leute. Nach 10 Mordanschlägen und 30 Leichen habe ich es mir überlegt. Ich bin jetzt die Jury. Ich will Ihre Rechtfertigung hören. Wenn Sie mich nicht überzeugt, sind Sie tot. John, ich brauche jemand anderen für den Fall White. Ja, ich hörte, McGregor hat Mist gebaut. Sagen wir, er kämpft mit einigen privaten Problemen. Tja, also 4 Männer sichern die irische Delegation. Was für eine Delegation? Die irische Friedensdelegation aus Belfast, eine IAA-Gruppe, die zu Gesprächen im Weißen Haus ist. Weiß das auch McGregor? Ja, er reagierte ziemlich schroff, aber so ist er nun mal. Wer sind die Leute? Er sagte, die meisten seien Politiker und einen davon kannte er, einen gewissen Martin McBride. Der war wohl ein hochrangiger Killer der IAA, deswegen habe ich 4 Detectives zu seinem Schutz angestellt. Fragen Sie nach, ob McGregor bei ihm aufgetaucht ist. Was wollen Sie beweisen, McGregor? Haben Sie an die Konsequenzen gedacht? Konsequenzen? Dachten Sie etwa an die Konsequenzen, als Sie den Knopf gedrückt haben, hä? Ich fahre eine Straße entlang, rede mit jemandem über Fußball. Und eine Sekunde später fliegt er in einzelnen Stücken quer übers Feld. Ich stolpere auf die Straße mit dem Lenkrad in meiner Hand, bedeckt mit blutigen Fetzen von dem Mann. Haben Sie je an solche Konsequenzen gedacht, McBride? Ich rede von Konsequenzen für den Frieden und dem Ende des Tötens. Ich will, dass wir frei von Gewalt leben können. Und deswegen wollten Sie mich per Bombe hochjagen. In Suitland drüben ist ein Mädchen mit Alan Whites Karte einkaufen gegangen. Sie halten sie fest. Bringen Sie sie her. Ja, Sir. Sind Sie ganz sicher? McGregor ist schon seit 10 Minuten da. Wollen Sie wissen, warum ich das getan habe? Deswegen bin ich hier. Ich war 12 Jahre alt, als Männer in derselben Uniform, die Sie trugen, bei uns eingebrochen sind. Sie schleppten meinen Vater weg und warfen ihn aus einem Hubschrauber. Er flog nur 2 Meter über der Erde. Er wusste das nicht und beschmutzte sich vor Angst. Sie verbanden ihm die Augen und folterten ihn 7 Tage lang. Er war ein gebrochener Mann. Dafür sollten alle Polizisten büßen, die ich sah. Sie wollten Rache. Jetzt will ich meine Rache. Ich wollte mehr als dumpfe Rache. Sie haben bestimmt keinen Schimmer, wie das ist, oder? Wenn deine Gemeinde ausgerechnet von dem System, das sie beschützen soll, beschimpft oder verachtet wird. Wenn Polizisten erlaubt es, dich zu schlagen, ebenso deine Familie und deine Gemeinde in Angst zu versetzen, weil ihr anders denkt und betet. Denken Sie mal darüber nach. Und das gibt Ihnen das Recht, Leute umzubringen, ja? Krieg ist mörderisch, McGregor. Und gerade Sie wollen ihn beenden. Sie kommen hierher und spielen den edlen Helden. Raspeln Süßholz bei der Regierung. Sagen, tut mir leid, waren Fehler in ihren schicken Anzügen. So läuft das nicht. Dazu ist es zu spät. Los, unter auf die Knie. Jetzt dürfen Sie dasselbe empfinden, was Sie Ihre vielen Opfer empfunden haben. Wie fühlt sich das an? Ein Scheißgefühl, McBride. Wie gefällt Ihnen das? Oh, mein Fehler. Ich habe vergessen, Sie zu entsichern. So ist es besser. Jetzt kann's losgehen. Ja, bitte.
Was ist das für ein Gefühl? Ist das eure Methode, McGregor? Die Leute auf die Knie zwingen und ihnen in den Kopf schießen? Steh auf! Stehen Sie auf! Ich bin kein Mörder, McBride! Wieso sind Sie hier, McGregor? Ich lebe hier. Sie sind abgehauen, haben Ihre Haut gerettet. Sie sind ein Glückspilz. Ich bin nicht abgehauen. Ich verließ Belfast, damit mich der Hass, der wie die Pest auf Nordirland liegt, nicht auffrisst. Ich habe wenigstens durchgehalten und versucht, dem Töten ein Ende zu setzen. Sie sind also der Mutigere von uns, ja? Dann können wir jetzt zum Finale kommen. Los, hinsetzen! Nehmen Sie ihn. Und sehen, wer der Mutigere ist. Ich gebe Ihnen eine 50-50 Chance. Das ist mehr, als ich gehabt habe. Los, aufheben, McBride! Welches Zimmer hat McBride? 204, Sir. Danke. Also los. Ach, das wollen Sie, ich verstehe. Sie wollen, dass ich es zu Ende bringe. Dass ich Sie von Ihrer Schuld befreie. Stimmt's? Wir alle müssen unsere Schuld tragen. Hier geht's nicht um irgendeine Schuld. Hier geht's um meinen Sohn. Er lebt da. Und er soll niemals so werden wie Sie. Haben Sie verstanden? Ist das klar? Wenn Sie das wirklich wollen, dann nehmen Sie die Waffe runter. Denn ich bin seine einzige Chance auf Frieden. Was tun Sie hier, Danny? Ich hatte was gesucht. Was haben wir hier zu erwarten? Buße. Sehen wir mal nach. Mr. McBride? Ja? Jack Mannion, Polizeichef. Ja? Wollen Sie mir vielleicht etwas sagen? Außer, dass ich jetzt gern schlafen möchte? Nichts. Über diesen Detective auch nichts? Wer ist das? Ich wünsche eine gute Nacht. Okay. Ich will die Wahrheit hören. 100% Ehrlichkeit. Oder Sie fliegen heute noch aus der Truppe. Was immer da gewesen ist. Ist es vorbei? McGregor. Yes, Sir. Definitiv? Ich hoffe es. Wo fahren wir hin? Wieder zur Arbeit. Chief? Das ist Celia. Sie weiß was über Mr. White. Erzählen Sie, Celia. Ja, also, ich habe an der Straßenecke gedealt. Mit Jojo, meinem Freund. Mr. White kam vorbei und... Ein Stein, Opa? Hä? Belästige mich nicht mit diesem Dreck. Hey, Mann, krieg dich wieder ein. Nein, krieg du dich ein. Und jetzt verschwinde, Jojo. Ich muss meine Brötchen verdienen. Und ich muss hier ein Kind großziehen. Hey, Scheiße, Alter! Scheiße! Scheiße! Und dann? Was haben Sie dann mit ihm gemacht? Ich hab keine Ahnung. Sie haben ihn dann mit einem Auto weggeschafft. Woher ist die Jacke?
Jojo hatte seine Kreditkarte und hat mir damit was gekauft und für Freddy die Jacke. Deswegen sucht Freddy jetzt nach ihm. Er will ihn killen, weil er den Ärger hat. Gut, Celia, wo ist Jojo jetzt? Er sollte sich in einem Autowrack versteckt haben. Als wir kamen, war er weg. Oh nein. Meinst du, er wird sein Telefon anhaben? Aha. Wieso rufen wir ihn nicht an? Ja, was ist? Celia. Hey, Sil, wo zur Hölle bleibst du? Es ist schiefgelaufen. Hab ich die Bullen erwischt? Jojo, hör Verdammte zu. Kacke. Hör zu. Verdammte Kacke. Die sagen, sie würden dir helfen. Es ist deine einzige Chance, Jojo. Freddy wird dich töten. Wir sind zum Schrottplatz gefahren. Da packten wir ihn in einen Kofferraum. Und Freddy nahm seine Puste. Tut mir leid, aber Sie müssen ihn identifizieren, Mrs. White. Da liegt er. Sie können nichts, gar nichts ausrichten. Wir müssen es alleine machen. Hey, Moment, schön hier geblieben. Ganz ruhig. Was hast du vor? Ich gehe und töte Freddy. Das kannst du natürlich tun. Dann werden seine Freunde kommen und dich töten und deine Freunde sie. Ist es das, was dein Vater gewollt hätte? Dass deine Mutter allein zurückbleibt und du dann womöglich auch bald hier liegst? Freddy soll seine Strafe kriegen. Die bekommt er. Er hat noch nie eine gekriegt. Lassen Sie los. Ganz noch gar nicht so. Sein Tapfer, mein Kleiner. Zusammen werden wir das schon endlich durchstehen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir haben Jojos Wort. Ich sage Ihnen, das reicht nicht. Ein Krimineller sagt gegen einen anderen aus. Freddys Anwälte werden sagen, dass Jojo es getan hat und jetzt versuchen will, es Freddy in die Schuhe zu schieben. Benny hat recht. Wir brauchen noch mehr gute Beweise. Was ist mit Celia? Sie hat die Tat nicht gesehen. Sehen Sie sich das an. Verhaften Sie Freddy. Können Sie jetzt, Chief? Ja. Ist mein Anwalt schon hier? Jack Mannion, Polizeichef. Nett, Sie mal zu treffen. Sie sind in Berühmtheit. Entschuldigen müssen Sie sich nicht. Ich gehe jetzt einfach. Okay. Schwamm drüber. Sie sind ein wahrer Mann. Ja, ja. Mann, schönes Stück. Den möchte ich mir mal näher ansehen. Aber vorsichtig, der ist echt. Ja. Tempo, verhaften Sie unseren Freund Mr. Gray, bitte. Gern, Sir. Verhaften? Wieso? Sind Sie verrückt geworden? Der Ring hat seine Unterschrift hinterlassen im Gesicht Ihres Opfers, Mr. White. Der Abdruck des Diamanten ist deutlich zu sehen. Auf seiner Wange. Es war ein drogenbezogener Mord, das bedeutet lebenslangen Knast. Und zwar ohne Bewährung, Freddy. Willst du es nicht aufmachen? Redest du nicht mit mir? Komm schon, du willst doch immer über alles diskutieren. Sehr schön. Das ist ein Kletterring. Ein alter irischer Hochzeitsring. Entspann dich, ich will nicht um deine Hand anhalten. Ist nur ein Friedensangebot. Hier. Wenn du das Herz zu dir umdrehst, dann heißt das, dein Herz ist vergeben. Zeig das Herz nach außen, dann bedeutet das, dass es frei ist. Ich finde, es sollte einen Mitregelring geben. Wenn du mal jemanden in einer Bar triffst, dann musst du nicht auf dir schneller den Finger abbeißen. Wahrscheinlich ist dir das schon öfter passiert. McGregor! Abendessen heute. Dann komm auch. Bitte. Danke, McGregor. Eine Ursache. Chief? Ach ja, Danny. Schon gelesen? Ins
Handelsabkommen im Weißen Haus ausgehandelt. Das ist ein Anfang. Ich mache mir eher Sorgen um Ihren Konflikt. Die alten Geister. Ist das vorbei? Ja, Sir. Und Ihr Sohn? Mit etwas Glück lässt seine Mutter ihn mich demnächst besuchen. Sie bringt ihn her und ich zeige ihm eine andere Welt. Das wäre schon mal was. Es wäre ein Anfang. Danke, Sir. Wie war Ihr kluger Spruch? Nicht zurückblicken. Nein, ey, kipp doch nicht gleich um, ey. Morgen. 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 Nancy, Sie haben doch bestimmt das Spiel gesehen. Ach, die verdammten Wizards. Kriegen keinen 3-Punkte-Wurf zustande. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, Jordan spielt nicht mehr in dem Team. Ihm gehört das Team. Warte mal, Teddy Caruso hat angerufen? Im Ernst? Kann Ihre Einladung nicht annehmen. Es ist ihm was dazwischen gekommen. Der Teddy Caruso? Ja, genau. Ja, Zimmer 110, bitte. Was ist los, Teddy? Ja, du weißt doch, dass ich es bin. Komm schon. Nein, das kannst du doch nicht tun. Wenn du mich abwimmeln willst, schicke ich dir einen Streifenwagen. Was, Teddy, du... Ja, schon gut. Ich rufe wieder an. Ist in der Stadt wegen einer Tagung und wir kommen nicht zusammen. Mannion und Caruso, die beiden waren der Schrecken der New Yorker Gangsterband, wenn man seinen Worten glauben will. Jetzt werde ich endlich mal rauskriegen, wie viel gelogen ist von dieser Holzbeingeschichte. Nein, jedes Wort von dieser Story ist wahr, Nick. Was für eine Holzbeingeschichte? Chief Mannions Büro. Ja. Das war eine Hinrichtung aus kürzester Distanz. Eine Schrotflinte Kaliber 12, Doppellauf. Mhm. Hat dem Opfer fast den ganzen Schädel weggeblasen. Hat der Computer seinen Führerschein überprüfen lassen, Sir. Bitte sehen Sie sich das Ergebnis an. Leonard Kimball, Washington, D.C. Alter 56, geschieden, 2 Kinder. Geschäftsführer einer Eisenbahnhandlung. Und? Lesen Sie weiter, Chief. Gesessen wegen Kindesmisshandlung. Junger Mann. Hi, Mr. Grimes. Oh, hi, Ricky. Guten Morgen, Rupert. Wie läuft's? Guten Morgen. Soll die Tür eine neue Farbe kriegen? Ach, was, nein. Graffiti-Schmierereien. Kinder. Das ist ja furchtbar. Ich werde mal anregen, dass wir möglichst bald eine Sicherheitstür kriegen. Das wäre nett. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Komm, junger Mann, du musst jetzt zur Schule. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Vielleicht ist das Motiv Rache gewesen. Das Opfer hat sich an einer Sechsjährigen vergriffen. Na ja, dann werde ich die Eltern befragen. Familie, Freunde. Ja, gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Chief Mannion. Ja. Kennen Sie diese Website? Eine Namensliste von Sexualstraftätern. Nein. Geben Sie sie Ella. Alles klar? Ja. Danke. Jane ist jetzt 9 und ihr Therapeut sagt, sie hätte es verarbeitet. Sie ist darüber hinweg. Ich wünschte, wir auch. Tja, wissen Sie, die Kleine spielt draußen vor dem Haus und
Du denkst, sie ist vollkommen sicher da. Sie darf nie mehr allein spielen gehen. Wozu all diese Fragen? Es geht um diesen Mann, der es getan hat. Leonard Gimble. Er ist tot. Und wie? Er ist ermordet worden. Mr. und Mrs. Fay, tut mir leid, aber ich muss Sie leider fragen, wo Sie gestern Abend gewesen sind. Reine Routine. Werden wir etwa verdächtigt? Nein, wir führen hier lediglich... Ich habe mich wohl verwirrt, Mann. Was wollen Sie überhaupt von uns? Jetzt beruhige dich. Der verfolgt uns selbst über seinen Tod hinaus. Er hat uns vor Gericht gezerrt, Detective. Wir wurden nochmal konfrontiert mit all dem Dreck. Und was passiert? Dieser miese Richter gibt ihm nur lausige 2 Jahre. Ich wünschte, ich hätte das getan und Rache genommen. Ich sage Ihnen was. Finden Sie den Täter. Ich werde ihm die Hand schütteln. Komm, Alice. Jenny und ich waren bei meiner Mutter und Bobby beim Bowling. Ich kann Ihnen Namen geben. Telefonnummer. Das wäre nett. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist ein großer Tag. Ein ganz großer Tag. Jetzt ist Schluss mit der Angst. Und wir müssen nicht ständig auf dieser Website jeden seiner Schritte beobachten. Tempel, ich höre, eine Gratulation sei angebracht. Gratulation? Gratulation, weswegen? Warum bin ich der Letzte, der... Wieso bin ich hier immer der Letzte, Chief, der irgendwas Chief, erfährt? Chief. Was? Giselle und ich wollen heiraten. Am 15. Juli. Sie hat sie rumgekriegt? Ja. Tempel wird heiraten! Ich halte das eigentlich für keine so gute Idee. Was hat er für ein Problem? Ach, ich denke, er ist nur sehr gerührt. Ja, er möchte, dass wir den Job zur Frau nehmen. Ach, das ist nicht ganz richtig. Er war ziemlich fertig, als er von D-Bank Scheidung erfuhr. Was? Da brennt was an, das stinkt ja grausam. Heywood! Pass auf, du Idiot! Sieht sie das? Ja, Feuer muffelt nun mal, Chief. Wie jetzt? Dieser reizende Zeitgenosse legt gern Feuer. Ich habe im 4. Tätlichkeiten auf Obdachlose untersucht. Hatte Joey die scheiße Idee, unsere Bude abzufackeln. Rawlings, können Sie sich darum kümmern? Hey, sei nicht so grob. Zufällig habe ich da drin gesessen. Mit 5 von meinen Saufkumpanen. Und fast wäre meine Tarnung aufgeflogen bei dem Versuch, dieser Krücke zu helfen. Verstehe ich das richtig? Sie leben unter den Obdachlosen? Ja, wieso nicht? So einen Auftrag können Sie nicht annehmen, wenn Sie um 6 Uhr einfach sagen, gute Nacht, ihr Obdachlosen, ich hab Feierabend. Hey, gut. Ihren Auftrag erhielten Sie vor 5 Tagen. Machen Sie keinen Quatsch, Chief. Durch die Rolle verliere ich die Realität manchmal. Travis, vielleicht finden Sie sie unter der Dusche wieder. Eine lange und heiße tut Wunder. Ein guter Job. Alles in Ordnung? Ja, bestens, Sir. Was ist das für ein Spinner? Travis Haywood. Ich habe ihn aus dem 2. Distrikt geholt. Einer der besten Undercover-Leute, die wir haben. Er ist Schauspieler. Wie sagte er damals? Ich will einfach mehr Risiko. Das ist die Website. Perfwatch.com. Macht die Straße für eure Kinder sicher. Wo kommt das her? Wenn es von der Regierung wäre, könnte man es nachvollziehen. Aber das hier wurde privat reingesetzt von Fanatikern. Das kann lange dauern. Sehen Sie sich das an und da denkt man, man könnte einen Triebtäter auf eine Meile riechen. Sehen Sie sich die Typen an. Manche haben Gesichter wie Kurknochen. Und hier ist unser Opfer. Leonard Gimble, sexuelle Nötigung einer Minderjährigen. Und das sind seine Daten, seine Gewohnheiten, frühere Beschäftigung, derzeitige Beschäftigung, sogar seine letzte Adresse. Ella, stimmt das auch alles? Nach dem, was wir über Gimble wissen, würde ich sagen, ja. Na gut, vergleichen Sie die Namen dieser Liste mit unseren Files. Vielleicht kommt dabei was raus und dann will ich wissen, wofür Perfort steht. Ist gut. Die Informationen sind soweit alle richtig. Die Namen der Täter stimmen, ihre Adressen sind aktuell. Wer immer das gemacht hat, er ist sehr akribisch. Ich habe ihn schon. Warren Hungerford. Er erwarb den Domainnamen Perfwatch vor einem Jahr. Hier steht nur die Postfachnummer, aber wir können ihn vorladen. Oh mein Gott. Was ist denn? Das ist mein Nachbar. Rupert. Sexuelle Nötigung einer Minderjährigen.
Hey, hey, warten Sie, ich rede mit Ihnen. Was wollen Sie von mir? Was ich will, ich sage Ihnen, was ich... Bleiben Sie doch mal stehen. Passen Sie doch auf. Hören Sie, ich spreche mit Ihnen, Sie Pfützentaucher. Tut mir leid, was kann ich... Was ich will, ich sage Ihnen, was ich will. Ich will mich hier beschweren. Hey, Nicky, nicht so laut, was ist hier los? Chief, dieser Gentleman will sich bei uns beschweren. Chief? Sie sind der Chief hier? Ja. Mit diesen hässlichen Schuhen? Das ist kein Grund, gleich persönlich zu werden, Mister. Dover, Vorname Ben. Also ich komme die Rampe runter und einer Ihrer Leute verbannt mich wegen zu schnellen Fahrens. Dem Ding, wie schnell waren Sie denn? Naja, ich fuhr die Rampe runter und hatte ziemlich viel Rückenwind. Also das waren mindestens 40 Kilometer. 40 Stundenkilometer in einem Rollstuhl? Ja. Glück gehabt, dass Sie nicht gleich verhaftet wurden. Ach, tatsächlich? Ja. So verhaftet Sie niemand wegen Ihrer scheußlichen Weste? Okay, jetzt reicht's raus hier. Ach, wirklich? Ja, wir brauchen Sie mal her. Nehmen Sie einen Turbo und verschwinden Sie. Was wollen Sie denn tun? Zu bieten Sie sagen. Oh, komm in meine Arme, dich, Baby. Jackie. Na, endlich. Klamotten, komm. Teddy, oh. Und wie geht's, Vicky? Großartig. Und den Jungs? Fantastisch. Lass dich ansehen. Du siehst so verdammt elegant aus. Nancy, Officer Paris, Teddy Caruso. Oh. Freut mich sehr, Sir. Hey, ich schlabber ihr nicht die Hand voll. Ich schwärme für Mädchen und in Uniform. Das ist, Nicky Pierce, mein Ass, die Nummer 2. Teddy Caruso. Hey, Ass Nummer 2, freut mich, ehrlich. Ich hab schon all ihre Geschichten gehört, also. Hey, beinahe fast alle gelogen. Was ist mit der Holzbein-Story? Was für ein Holzbein? Ach, lass mal die Story, erzählst du besser als ich. Haben wir ein bisschen Zeit füreinander? Nein, ich bin verabredet. Drüben warten Sie schon auf der Tagung. Die nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Ich sag dir, meine Sicherheitsfirma, die brummt. Fantastisch. Ja. Chief? Ja? Baker will Sie sprechen. Ja, schon gut. Wie wär's, wenn wir zusammen essen gehen? Oh, Jackie, wir zwei haben so viel um die Ohren. Und ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Und tu mir einen Gefallen, grüß mir den Bürgermeister. Machst du das, war nett, sie kennenzulernen? Und was ist jetzt mit dem Essen? Ja, hey, wir sehen uns noch. Und wann? Komm schon, ja, Teddy. Ja, schrei nur. 3 Jahre. 3 Jahre höre ich mir eine Caruso-Geschichte nach der anderen an. Und nicht einmal haben sie erwähnt, dass der Mann im Rollstuhl sitzt. Ich denke bei ihm nicht an sowas, Nick. Sie haben es niemals auch nur erwähnt. So einer fängt sich eine Kugel im Dienst ein. Diese Art Details können Sie doch nicht einfach weglassen. Nick, da ist der Bürgermeister in der Leitung, okay? Was? War das schon der ganze Besuch vom großen Caruso? So lange wie eben haben wir uns schon lange nicht mehr unterhalten. Es ist nicht mehr dasselbe wie früher. Und wieso das? Keine Ahnung. Chief, der Bürgermeister ist jetzt offiziell sauer. Raus. Ja, Sir? Erst da oben ist. Ricky, wenn du oben bist, bleibst du stehen und wartest auf mich. Was soll das bedeuten, Ella? Komm weiter, die Aufgaben warten. Der Schuss muss von vorne gekommen sein. Er wurde angesprochen, hat sich gut. Was ist diesmal? Nur der Name, das gleiche Strickmuster. Arthur Kempit, 33 Jahre alt und auf den Washington D.C. von Beruf Versicherungsvertreter. Kindesmisshandlung? Ja. Steht auf der Website? Ja. Wir haben sogar eine leere Hülse gefunden, Sir. Mit Fingerabdrücken. Aber wir werden keinen passenden Abdruck in unseren Akten finden. Er ist ein Amateur. Sonst wird hier nicht eine Hülse mit Fingerabdrücken rumliegen. Ja. Wir haben also 2 tote Sexualstraftäter. Getötet auf die gleiche Weise. Beide von der Website. Logan. Sie sind verlobt, Sie Kleinschlecken. Oh doch. Ich meine, gerade darum geht es. Vielleicht sind wir ein bisschen altmodisch. Haben Sie sich schon mal einen Wagen gekauft, ohne ihn vorher zu fahren? Stimmt doch, oder? Wollen Sie etwa eine Frau mit einem Wagen vergleichen? Es ist besser, Sie halten den Mund. Ella hört sowas nicht gern. Was höre ich nicht gern? Würden Sie einen Vergleich anstellen? Ich würde sagen, Sie es nicht. Ja, so fängt es an. In einem kurzen Aufmacher wird der Kerl kritisiert und 3 Seiten weiter seine Taten gelobt. Die große Liebe unserer Presse ist die Bürger. Das heißt, wir suchen jetzt nach einem Helden. Schlimmer. Den klassischen Anti-Helden, der nachts durch die Straßen schleicht, die Gesellschaft von ihren Übeln befreit. Und dazu dient die Website als Hitliste. Mein Nachbar ist da auch aufgeführt. Und Ihr Nachbar ist ein Sexualstraftäter? Er hat irgendwie immer einen komischen Eindruck auf mich gemacht. Er ist freundlich zu jedermann, aber er kommt kaum aus seiner Wohnung raus. Er arbeitet zu Hause. Könnte die Website falsch sein? Da stand, er sei verurteilt worden, aber in unseren Akten habe ich leider nichts finden können. Ich wollte gestern an seiner Tür klingeln, aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
Ricky und ich sehen ihn fast täglich. Ich hätte nie gedacht... Aber jetzt wissen Sie wenigstens Bescheid. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Diese Website erfüllt eindeutig ihren Zweck. Wenn der noch einen von diesen Straftätern abknallt, kriegt er eine Parade auf der Pennsylvania Avenue. Ich weiß nicht, Nick, wenn ich denke, dass jemand Ricky was antut... Wäre er tot. Schluss jetzt, was soll das werden? Auge um Auge? Wer Kinder hat, sieht das anders, Nick. Da kommen sie vor Angst kaum in den Schlaf. Und das berechtigt die Eltern, jemanden kaltblütig zu ermorden? Wie sehen Sie das, Chief? Wir sind nun mal nicht Richter, Jury und Henker. Wenn wir ihn nicht festnehmen können, sagen wir den Leuten, ist in Ordnung, jetzt seid ihr das Gesetz. Dieser Bürgerwehrkerl ist ein Killer. Punkt um. Und wir müssen ihn schnappen. Das ist die Sexstraftäter-Datenbank, nach der Sie gefragt haben. Sowas zu lesen fällt mir sehr schwer. Man fängt an, die Welt zu hassen. In der Tat. Danke. Das mache ich gerne. Hallo, Miss Banks. Wie geht's Ihnen? Was soll mir Ihr Pudelblick sagen? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Das mit der Scheidung. Ich meine, wenn Sie sich vielleicht irgendwann aussprechen wollen oder einen Freund suchen, der mit Ihnen essen geht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich meine, war es ein innerbetriebliches Memo oder eine E-Mail? Oh nein, ich hatte gerade nur... Das sollte nur ein Scherz sein. Oh. Sie wissen ja, wie es hier so schön heißt. Nichts ist so aufregend wie das Leben der anderen. Aber Sie sind mir so glücklich vorgekommen. Ja, das war ich auch mal. Und dann fand ich das Kondom in der Brieftasche. Wieso macht ihr alle die gleichen Fehler? Kommen Sie, Sie sind doch auch ein Kerl. Es gibt Unterschiede. Ach nein. Tempel, unter gewissen Umständen ist jedermann untreu. Also solche Umstände kann ich mir nicht vorstellen. So? Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie von diesem Ich-kann-nicht-ohne-dich-leben-Gefühl ergriffen werden, das euch Männer überkommt, sobald Frischfleisch in Sicht ist. Ist das Gefühl bei Ihrer Verlobten etwa anders? Ja, das Gefühl kenne ich nicht. Nun, Sie wollen sie doch heiraten. Schon, aber ich bin mit ihr zusammen seit der Highschool. Und Sie lieben sie doch, oder? Natürlich. Ich liebe sie. Tempel. Mit der Störung. Entschuldigen Sie bitte. Also Jungs, wer ist der Nächste? Wer nicht dabei ist, gewinnt nichts. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Kommt, Leute. Hey, Tempel. Suchen Sie ein paar Versen aus, erraten Sie seinen Todestag, gewinnen Sie den Pott. $10. Nein, kein Interesse. Übrigens, McGregor, es käme ein hübsches Sümmchen zusammen, wenn Sie Mercy ihren Sexfall überlassen würden. Ach, und wieso das? Naja, Mercy ist der perfekte Loser. Er hat dieses Jahr noch keinen Fall gelöst. Hey, eine Bürowette. Ja. Sowas ist gar nicht schlecht. Das hebt die Moral, so eine Bürowette. Ja, ha? Sie sagen es, Chief. Ja. Wie viel ist denn Pott? Knapp 230. $230? Ja. 230 bekommt man, wenn man sich beim Namen des nächsten Opfers nicht irrt. War das Ihre Idee, Sergeant? Ja, Sir. Ja, Sie werden es noch weit bringen. Ella! Haben Sie den Antrag schon unterschrieben? Was für ein Antrag? Ich sammle Unterschriften im Haus und im gesamten Block. Wir wollen, dass der Perverse auszieht. Wen meinen Sie? Rupert Grimes von 1A. Er ist eine Gefahr für unsere Kinder. Wissen Sie, Margie, ich bin kein Freund von solchen Petitionen. Wenn wir Ratten im Haus hätten, würden Sie unterschreiben, nicht? Ja, aber... Sie leben also lieber mit der Angst um Ihren Neffen Ricky, wenn er allein im Flur spielt? Ich denke, da sollte man nichts überstürzen. Ich hab jetzt Saat auf jeden Fall. Bitte. Ganz wie Sie meinen, aber wir werden ihn in diesem Haus nicht länger dulden. Ich weiß nicht, warum mein Leben so gut ist. Sie haben da eine interessante Website gebastelt, Mr. Hungerford. Danke. Es ist ein kostenloser Service. Ich liefere Informationen, um Frauen und ihren Kindern zu helfen. Aber wie die Öffentlichkeit damit umgeht, ist nicht mein Problem. Woher kriegen Sie die Informationen? Aus Gerichtsakten, Bewährungsakten, E-Mails von anderen Überwachern, Polizeiberichten. Ich bin richtig beliebt bei den Justizbehörden. Und waren auch falsche Informationen dazwischen? Es gab noch keine Klagen. Ich kann mich auf meine Quellen verlassen, weil sie stimmen.
Und wer sich da einklickt, davon haben Sie keine Ahnung, stimmt's? Wenn ich es wüsste, würde ich ihm Danke sagen. Meine Webhits haben Sie in der letzten Woche verdreifacht. Meine Site ist populärer denn je. Wir werden Ihr Gästebuch zwangseinfordern und uns Ihre Webhits anschauen. Ja, Sie können gehen. Chief? Ja? Ich weiß, es ist Ihr Job, sich von dem zu distanzieren, was ich tue, aber dennoch sind Sie begeistert von diesem Kerl. Manchmal findet man weit mehr Zivilcourage bei denen, die sowas tun, als in irgendeinem Bundesgericht. Ist das Ihr Ernst? Aber wenn die 6 Straftäter eliminiert sind, wen nehmen Sie dann? Ich meine, Ihre Meinung nach. Parksünder, Kleptomanen, Schmutzfinken, wen würden Sie wählen? Danke für Ihren Besuch. Bravo, ein Hoch auf die Verfassung. Diese Zwangsanforderung dauert eine Weile. Wie wär's, wenn wir unseren eigenen Sexstraftäter in die Website stellen? Ein Verwahrser, der von der Polizei aufgegriffen wurde. Den Bürgerwachtmann könnten wir damit ködern. Natürlich undercover. Undercover? Sir, wer würde schon verdeckt als Sexstraftäter arbeiten wollen? Ich denke, ich hab da jemanden. Seife wirkt Wunder. Ja, aber bin ich zu sauber? Ich weiß nicht. Was denken Sie? Ist das okay für Sie, Haywood? Nein, eigentlich nicht, Chief. Haben Sie etwa Zweifel? Nein, das ist es nicht. Sich in eine Rolle zu versetzen, dafür lebe ich! Aber wie verhält sich ein Sexstraftäter normalerweise? Was geht in ihm vor? Was trägt er? Das könnte jeder X-Beliebige sein. Sehen Sie mal, ein paar Profile. Sehen Sie die durch, vielleicht bringt sie das weiter. Nicht schlecht. Ich glaube, ein Hund wäre gut. Ein Hund? Ein Hund. Ja, das könnte gehen. Vielleicht habe ich einen. Gut. Bei allem Respekt, Chief, der Kerl ist ein Spinner. Wie soll ich bloß mit dem klarkommen? Er ist der Beste, Danny. Bei mir wird das auch bleiben. Zwei Opfer in 3 Tagen. Leonard Gimbel und Arthur Campbell. Beide verurteilt wegen Kindesmisshandlung. Beide sind nicht weit von ihren Wohnungen ermordet worden. Ella, würden Sie bitte mal die Straftäter aufrufen, die wegen Kindesmisshandlung auf der Website stehen? Es ist wahrscheinlich, dass unser nächstes Opfer einer von denen sein wird. Chief Mannion? Ja? Wir werden auf Personenschutz, wenn nicht auf Umsiedlung drängen. Das sind 34 Namen. Und? Was ist mit den Kosten? Die vielen Überstunden, die man zum Schutz dieser... Seit wann kümmert Sie das Budget? Ladies and Gentlemen, ich werde darüber nicht diskutieren. Wenn diese Leute um Personenschutz bitten, dann sollen sie ihn haben. Wir werden folgendermaßen vorgehen. Ella, rufen Sie die Kinderschänder auf, die die gleiche Handschrift aufweisen wie Gimbel und Campbell. Ältere Männer, die halbwüchsige Kinder verfolgen. Gut, und jetzt zeigen Sie uns, wo sich diese Leute laut Website aufhalten. Ich möchte, dass diese Männer als Erste informiert werden. Und wenn sie eine Umsiedlung verlangen, werden die US-Marshals das erledigen. Und ich werde Auskunft erhalten, ob sie verfolgt werden. Nie. Er ist viel zu reich. Entschuldigen Sie. Haben Sie ein Problem damit? Hat hier irgendjemand ein Problem damit? Sie glauben doch wohl nicht, dass wir es uns leisten können, nur die Bürger zu schützen, die uns würdig erscheinen. Sie können wegtreten. Trotzdem möchte ich noch etwas anmerken. Schon vergessen, Joe. Ich möchte es aber. Vorhin dachte ich nicht wie ein Cop, sondern für einen Moment wie ein Vater. Sie wollten als Cop, dass wir ihn einlochen. Aber als Vater kann ich weiter ruhig schlafen, wenn wir es nicht tun. Nein. Also, das ist Ihr neues Ich, Travis. Darbert Sant'Angelo. Sexuelle Nötigung einer Minderjährigen mit permanenten physischen und psychischen Schäden. Ich würde sie auf der Stelle erwürgen. Es ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Es ist nichts Wahres dran. Oh, doch. Ich hatte auf die Kleine von meiner Freundin aufgepasst. Wir haben ein bisschen gerungen. Wir wälzen uns übereinander und ich lag auf ihr. Was reden Sie da für einen Blödsinn? Wir haben das doch eben gerade erfunden. Aber ich sage Ihnen doch, so ist es auf keinen Fall passiert. Niemand versteht das. Wer kann einen schon das Fürchten lehren? Danny, passen Sie auf ihn auf. Ich will, dass er aus dieser Rolle lebend herauskommt. Kommen Sie raus! Wir wollen die Gerichte haben!
Oder ich lasse Sie in weniger als 3 Minuten von einem Streifenwagen abholen. Wir wollen ihn da raus haben, Nur so Ella. So geht das nicht. Das können Sie nicht tun. Sollen wir warten, bis er sich an unseren Kindern vergreift? Gehen Sie endlich weg. Verschwinden Sie. Na, wird's bald. Sie machen einen Fehler, Ella. Wir sprechen uns noch, du perverser Schwein. So, gehen wir mal die Saat aussehen. Ich habe das nicht gemacht, was die da sagen. Ich kann es beschwören. Da sind auch eine Menge Belästigungsanzeigen. Denken Sie, dass wir diesen Fanatiker finden? Ja, wenn wir den Stressor haben. Was ist ein Stressor? Der Auslöser, der sein Handeln vorantreibt. Das, was zur Zeit des ersten Mordes passiert ist und ihn zur Selbsthilfe getrieben Könnte alles Mögliche sein, ein Bericht in der Zeitung zum Beispiel. Es könnte dabei um etwas Persönliches gehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Vater und sitzen da im Gericht. Und der Mann bekommt eine Bagatellstrafe, der Ihre Tochter belästigt hat. Oder sogar gar keine. Das wäre ein Stressor. Genau. Okay, Ella, am besten sehen wir uns die Gerichtsfälle um den ersten Mord herum an, wo der Täter nur eine geringe Strafe erhielt. Niki, Sie nehmen sich die Presseberichte vor. Mach ich. Es sind bereits nicht. Wir müssen Geduld haben. Mit dem richtigen Köder am rechten Platz zur richtigen Zeit fangen wir den Fisch. Willst du dir keine neuen Sprüche ausdenken, hä? Hey, Teddy, wie geht's dir? Hallo. Ich kann nicht lange bleiben. Ich war nur gerade in der Gegend. Okay. Sie haben jetzt die perfekten Zuhörer für Ihre Holzbeingeschichte. Kommen Sie, fangen Sie an. Nein. Die Holzbeingeschichte will er jetzt nicht erzählen. Sie halten sich daraus. Doch. Ich erzähle sie. Ehrlich? Wieso nicht? Dann leg los. Leider ist sie nicht ganz stubenheim. Verkraften. Okay, hör zu. Es ist eine tief traurige Geschichte. 1981 wurden 2 Gleisarbeiter bei ihrer Arbeit getötet. Von der Downtown Number 6. Sie hatten den Zug überhört. Also Jackie und ich kriechen unter den Zug, um die Jungs rauszuziehen. Und als wir sie hatten, waren sie bereits tot. Mit an den Knien abgetrennten Unterschenkeln. Okay, und dann finden wir eine Prothese. Ein Holzbein. Wir finden es, wissen aber nicht, wer von ihnen vorher ein Holzbein hatte. Dann sollten Jackie und ich die nächsten Verwandten benachrichtigen. Wir kommen zu dem ersten Haus und Jackie zieht das kurze Streichhölzchen. Er klopft an die Tür, die Frau öffnet, er sagt, verzeihen Sie, Ma'am, aber... Ich sag das nur ungern, aber Ihr Mann ist verunglückt. Ja, aber bis dahin hat Teddy nicht die geringste Ahnung, wem das Holzbein gehörte. Genau. Ich sage also zu der Frau, Ma'am, war Ihr Mann ein guter Tänzer? Das kann nicht wahr sein. Endlich wurde mir die Geschichte mal richtig serviert. Also, der Geschichtenonkel muss jetzt los. Die beste Zeit ist nach der Pointe. Wo willst du hin? Ich wollte nur mal schnell Ciao sagen, bevor ich die Stadt verlasse. Teddy, komm schon! Teddy! Teddy! Auf irgendwann mal, Jackie Boy. Warte doch mal, Teddy! Hey! Teddy! Teddy! Okay. Die Pfoten weg. Ich werde dir was sagen. Irgendwann ist Schluss damit. Schluss? Womit, Jack? Das hier. Hallo. Nein, nicht jetzt. Dann. Hallo. Goodbye. Wann waren wir das letzte Mal essen? Waren wir früher nicht Freunde? Wir waren sogar mal Partner. Freunde ändern sich, Jackie. Sie tauchen im Leben des anderen auf und verschwinden. Nein, das glaube ich ebenso wenig wie du. Teddy, du kannst dir nicht einfach antreten. Ich kam hier angerollt, Jackie. Ach, da liegt das Problem. Mein Rollstuhl. Teddy, sieh mich an. Steck mich bitte nicht in die Schublade. Wir beide waren Freunde und haben zusammen Pferde gestohlen. Das ist längst Geschichte, Jack. Ein Spezialgebiet. Dann lass uns darüber reden. Oh. Plötzlich willst du reden und die ganze Welt hat zu spuren. Doch, vielleicht habe ich gar keine Lust, darüber zu reden, Jackie. Hallo und goodbye, Jackie. Ich sehe dich irgendwann. Hey! Ella, ich verstehe nicht. Wieso gehen Sie das Risiko ein und legen sich mit dem Mob an? Ich konnte es nicht fassen.
all diese aufgebrachten Menschen, die meinen Nachbarn bedrohten. Ja, aber genau dasselbe passierte in England letzten Sommer. Eins von diesen Schundblättern veröffentlichte eine Liste von Sexualverbrechern. Und in 0,0 wurde den Leuten das Dach über dem Kopf angezündet. Schon gab's Krawalle und Unschuldige wurden bezichtigt. Auf der Website steht, dass mein Nachbar Rupert verurteilt wurde. Aber nach diesen Daten ist die Klage zurückgewiesen worden. Und was sind die Gründe dafür? Er ist unschuldig. Unschuldig. Wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen. Warten Sie mal. Trotz der Einstellung des Verfahrens wurde Grimes nicht erlaubt, seine Lehrertätigkeit wieder aufzunehmen. Die Schulbehörde bezeichnete Ruperts Fall als absolut irreparabel. Die attraktive D-Banks, ne? Die ist also wieder zu haben? Die Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Wie meinen Sie das? Sie haben sehr wohl begriffen, was ich damit meine. Danny, ich bin verlobt. Der Mann ist verlobt? Waren Sie schon mal verliebt? Ist hier irgendwo eine versteckte Kammer? Ist eine ehrliche Frage. Ja, ich dachte es wenigstens mal. Waren Sie aber nicht. Ach, ich weiß nicht, was Liebe ist. Sie? Nun, die ist der Überzeugung, dass man es deutlich fühlt. So was hat sie gesagt? Ja. Hey, Sie sind doch verliebt. Also, fühlt es sich so an? Nein. Eher, als wäre man befreundet. Es ist ganz natürlich, wenn man Zweifel hat. Es geht vorbei. Und alles läuft wie vor. Stimmt's? Was macht denn Haywood mit dem Hund vom Chief? Er soll doch den Kinderschänder spielen. Den Hund braucht er zu seiner perversen Tarnung. Wie bitte? Er soll Kinder anlocken. Mit so einem Struppi? Das ist ja ekelhaft, Mann. Aber eine gute Idee. Komm, wir müssen weiter. Es ist unglaublich. Er zieht seine Rolle konsequent durch. Ich glaube, ich habe da was. Raus damit. Und zwar geht es um die Perthwatch-Organisation. Ich habe überprüft, welche Namen auf der Website am häufigsten auftauchen und sie den Belästigungsopfern gegenübergestellt. Und ein Name taucht immer wieder auf. Der besucht die Website. Ryerson. George Ryerson, der Vater von Pam Ryerson, 15 Jahre alt. Sie wurde letztes Jahr genötigt. Ihr Angreifer ist nie identifiziert worden. Das ist ein Jahr her. Was ist jetzt der Auslöser? Sie beging Selbstmord vor 3 Wochen. Ein Jahr nach der Tat. Ich nehme an, sie hat das nie richtig überwunden. Der erste Mord ereignete sich vor 6 Tagen. Das durfte ungefähr hinkommen. Eine Woche zum Trauern, eine Woche zum Wutaufbau und Planen von Rache. Haben Sie seine Adressen? Ja. Ich überprüfe das gleich. Ich bleib ihn auf den Fersen. Ja? Mr. Ryerson? Ja? Ich bin Jack Mannion, Polizeichef. Das ist Detective Page. Dürfen wir reinkommen? Was ist denn passiert? Irgendwas mit Lynn? Lynn? Ist meiner Frau was zugestoßen? Soweit ich weiß nicht, Sir. Ich würde gern Näheres wissen über die 3 Wochen, seit Ihre Tochter tot ist. Danke. Dann wissen Sie ja auch wohl alles über das letzte Jahr. Ja, Sir. Es tut mir leid, dass wir bis jetzt den Angreifer Ihrer Tochter nicht gefunden haben. Angreifer, sehr schonend ausgedrückt. Dieses Miststück hat meine Tochter brutal gewürgt. Sie hat das niemals überwunden. Ihre Tochter hat sich umgebracht. Sie zog sich zurück. Wir konnten ihr nicht helfen. Keine Beratung hat gefruchtet. Wir haben alles versucht. Naja, Sie können es nennen, wie Sie wollen, aber diese Bestie hat meinem Kind das Leben genommen. Ein Jahr danach war sie tot. Ist das Ihre Frau, Mr. Ryan? Die speichern abbrechen. Ja, wieso? Wann kann ich Sie mal sprechen? Wozu? Ich möchte Sie fragen, ob sie Ihnen ein Alibi geben kann. Darum geht's. Ein Alibi? Hören Sie, Lynn kommt nicht mehr in diese Wohnung. Die Beziehung ist auch tot. Sie ist von hier weggezogen, vor kurzem. Wohin? Sie hat eine kleine Wohnung am anderen Ende der Stadt. Worum geht es hier eigentlich? Wieso kann ich denn jetzt nicht abschließen? Würden Sie uns Ihre Adresse verraten? Danke. Oh.
Chief. Ja? Doppel-Null-Schrot. McGregor? Der Killer ist eine Frau, Danny. Lynn Ryerson. 1,68 groß, 55 Kilo, rötliches Haar. Ihr Hund ist zu klein für diese Leine. Ich habe sie hier öfter in letzter Zeit gesehen. Wohnen Sie hier in der Nähe? In der Nähe, ja. Es könnte sein, dass ihr Haywood jetzt gerade anspricht. Schnell, Danny! Polizei, keine Bewegung! Oh mein Gott, nicht! Bitte lassen Sie mich leben, bitte! Was soll der Scheiß, Mann? Lynn Ryerson? Wer? Nein, nein, mein Name ist Agnes. Agnes Schmidt. Agnes. Guten Tag. Suchen Sie hier jemanden? Er ist nicht da. Ich warte. Wollen Sie vielleicht zu Rupert? Ich werde gehen. Pam Ryerson. Was? Sie sind Pam Ryersons Mutter, nicht wahr? Abspeichern. Was ist denn los? Woher wissen Sie das? Ich habe darüber gelesen. Deswegen bin ich hier. Ich kenne den Fall Ihrer Tochter. Ich arbeite für die Polizei. Das dürfen Sie nicht tun. Er hat sie umgebracht. Nein. Nein, er war es nicht, Mrs. Ryerson. Aber wenn ich viele von Ihnen umbringe, erwische ich auch den Täter. Glauben Sie mir. Ich würde Sie auch lieber tot sehen, aber dieser Mann hat nichts getan. Ich habe es nachgeprüft. Er ist unschuldig. Mein Gott, wenn Sie ihn getötet haben, kurz nachchecken. Dann würde dasselbe sein wie Ihre Tochter. Ein unschuldiges Opfer dieser Männer. Nein! Sein Name stand auf der Liste. Sie ist falsch. Falsch, ganz falsch. Wollen Sie, dass man Ihre Tochter so in Erinnerung behält? Indem Sie einen unschuldigen Mann töten? Gut. Geben Sie Ihrer Tochter Frieden. Also eines wollen wir doch mal klarstellen, Ella Farmer. Sie sind die Computerexpertin. Und ich bin für die Drecksarbeit zuständig. Ja, Sir. Ja, herein! Schuhe putzen, der Herr! Es ist offen! Du konntest diese Treter nie leiden. Ich fand dich in Pumps besser. Teddy, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir unsere Beziehung bereinigen. Wie kriegen wir das gebacken? Lass uns überlegen, was schiefgelaufen ist und versuchen, es wieder hinzubiegen. Weißt du, was komisch ist, Jack? Es dreht sich alles nur um Comstead. Es geht immer nur um dich und deine großartigen Ideen. Du wurdest befördert und ich war die kleine Null. Ja. Du hast draußen gearbeitet.
Und ich war bloß am Meckern. Maybe when you complete level, that sort of stuff. It'll be, you know, at a certain trigger point. It's very, you know, popular in PC games. You get to save wherever you want, and that is fantastic for multiple reasons. Maybe you want to. Die ließen dich im Regen stehen. Nein, ich war stehen geblieben. Und das hier hat mich wachgerüttelt. Schon witzig, dass dieser Knabe Nick denkt, ich hätte eine Kugel im Dienst eingefangen. Ja, ich weiß. On some sort of menu system, somewhere random, you just keep them for as long as you want, and you could showcase something to, you know, a friend, for example. But to actually use it, they're really simple. First of all, let's run a game. Tja, und ich habe ihn in dem Glauben gelassen. Das habe ich auch. Warum sein Bild von mir zerstören? Auf einem Bürgersteig auszurutschen ist nicht gerade eine heldenhafte Tat. Ich habe die Bar zu früh verlassen. Wenn ich noch geblieben wäre, hätte ich dich mitnehmen können. Ja, wenn doch das Wörtchen wenn nicht wäre. Weißt du, was sich immer wieder wie ein Film in meinem Schädel abspielt? Der Moment, als mein Genick auf die Steine prallte. So if I go to start, and I'm gonna go to the level. Da zu liegen auf dem Boden und nichts zu spüren, keine Stimme zu haben, um zu rufen, zu sehen wie meine Hand sich verkrampfte. Und ich dachte die ganze Zeit, hoffentlich kommt jetzt kein Hund vorbei, hebt sein Bein und lässt es laufen. Ich war absolut hilflos. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich dich so schnell wie möglich zu mir rufen. Du und ich, wir würden wieder ein Team sein. Mannion und Caruso, so wie es sein sollte. Ich bereue nichts, Jackie. Der Stuhl ist kein Handicap für mich, sondern eine Herausforderung, an der ich wachse. Ich hab's geschafft. Ich habe ein gut gehendes Geschäft, ein eigenes Leben. Quit the game. So if I was to reset it, and I'm just gonna wait for the intro to appear. I'll show you how easy it is to go back to that state where I was in the level. So if I click escape, and I go to run. Und eine tolle Familie. It's loading me back. Yeah. So that's. Siehst du, ich glaube, Gott hatte was anderes mit mir vor. Point in a game. Obwohl. PlayStation 1 game using the EPS6 emulator without the natural built-in save system in the game. So that's it. If you have any questions, feel free to send me a message. I think I've said. Save state and save so many times in this video. Probably like 60% of the words said in this video was save. But you know, if you have any questions, feel free to pop me a message. And as usual, I look forward to seeing you in the next video. Mannion und Caruso wieder vereint. Das klingt irgendwie gut. Was machen Sie da? Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert hat hier. Ich ziehe weg, Ella. Ein Mordversuch auf mich reicht mir. Aber die Gefahr ist jetzt vorüber. Bestimmt. Hello, in this video I'm gonna show you. Ich glaube ihn. Sowas wie Sie gibt's selten, Ella. Ich wollte das Mädchen nicht in die nächste Klasse versetzen. Da sagte sie, ich hätte sie zum Sex gezwungen. Da sie bereits 2 Jugendstrafen hatte, dachte ich, es würde ihr niemand glauben. Ich habe es drauf ankommen lassen. Und man glaubte ihr. Verstehen Sie mich nicht falsch. Bei vielen abgewiesenen Klagen sind wahrscheinlich 50% begründet. Wissen Sie, was noch schlimmer ist, als mit so einem Makel rumzulaufen? Ihn nie wieder loszuwerden, obwohl man unschuldig ist. Verstehe. Wo wollen Sie jetzt hin? Irgendwo hin, wo ich neu anfangen kann. Wieder mal. Glücklicherweise kann ich durch meine Arbeit leben, wo ich will. Was machen Sie eigentlich? Ich gebe Privatunterricht übers Internet. Grüßen Sie bitte Ricky von mir.
macht Mu. Sagt der eine, kommt die Kuh vielleicht aus Minsk? Nein, wieso? Sagt er, meine Frau ist aus Minsk. Los, mach das Huhn. Nein, was bitte soll noch das? Einmal, bevor ich... Was bisher geschah? Giselle und ich wollen heiraten. Temple wird heiraten! Waren Sie schon mal verliebt? Ich dachte es wenigstens mal. Sie waren es aber nicht. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Sie? Und Sie lieben sie doch, oder? Ja. Ich liebe sie. Tja, ich muss jetzt los. Alles klar, Sir? Ja. Was ist mit ihm? Er ist eingeladen worden. Eingeladen wohin? Zur Hochzeit von Cherry Reagan und Albert Pop. Seine Ex-Frau zieht das tatsächlich durch? Sie liebt mich immer noch. Sie erwartet von mir, dass ich für sie ein Opfer bringe. Was für ein Opfer? Meinen Job. Hören Sie, Sie sollten endlich mal loslassen. Sich jemand anderen suchen. Hier ist die Notrufzentrale. Bitte, Sie müssen mir helfen. Mein Ex-Freund will mich umbringen. Ich glaube, er hat eine Pistole. Wo ist er jetzt? Er stand gerade vorm Haus. Madam, bleiben Sie ruhig. Sir? Polizei, halt! Ich hatte eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Ich glaube, er bringt mich um. Wie ist Ihr Name? Hey, Sie! Stehen bleiben! Runter da! Auf den Boden! Hände auf den Rücken! Sie können mir gar nichts anhaben! Sie waren an Ihrer Tür. Ich habe die Vorschriften nicht übertreten. Ich kenne meine Rechte. Halten Sie endlich die Klappe und hören Sie auf, sich zu wehren. Wo habe ich nur meinen Kopf? Ich werde langsam alt. Wo sind unsere Haushaltsberichte? Wie stellen Sie das an? Das ist mein Job, Sir. Die Einladung zur Hochzeit Ihrer Ex-Frau sollte bis morgen beantwortet werden. Die war versteckt unter all dem Kram. Aha. Haben Sie immer noch kein Date? Das braucht Zeit. Das würde Sie auf andere... Ich arbeite dran. Oh, die Reporterin vom DC Magazine kommt jeden Moment. Welche Reporterin? Ich hab's Ihnen notiert.
Niki! Sie müssen es aber wissen, das ist schon eine Woche her. Da haben Sie schon gemotzt, also einmal reicht. Voller Zugang für die Presse? Ich meine, das darf doch nicht wahr sein. Hört sich das nach mir an? Damit war ich... Sie wollen eine Reportage veröffentlichen. Einen Tag aus dem Leben, Sie schicken uns dafür Ihre Star-Reporterin, die alle erzielten Fortschritte im Department hervorheben soll. Und wir können aufgrund der angekündigten Budgetkürzung jede Publicity gebrauchen. Nein, Sie wissen, was ich von der Presse halte. Deren Job ist es, Zeitungen zu verkaufen. Und denen ist es völlig egal, was für Lügen... Was? Wenn ich doch nur Lügen schreibe, dann wird es eben kein Interview geben. Das ist eine prächtige Idee. Chief Jack Mannion, das ist Vicky Montgomery vom DC Magazine. Guten Tag. Montgomery, es gab mal einen berühmten britischen General mit diesem Namen. Ganz recht. Mein Großonkel zweiten Grades rein zufällig. Tatsächlich? Er war ein großer Mann, er hat uns vor Hitler bewahrt. Monty hat uns vor Hitler bewahrt? Nein. Ich fürchte, das war Patton. Oh, ich verstehe. Sie sind ein Patton-Fan. Laut, aggressiv, großspurig. Sie sollten sich nicht schon von Anfang an den Kragen nehmen. Schon gut. Wir sollten aber ein paar Grundregeln festlegen, okay? Erstens, mein Privatleben ist tabu. Zweitens, die Männerumkleideräume sind auch tabu. Drittens, entweder Sie können mit mir Schritt halten oder es wird keine Fragen. Der scherzt wohl. Wer, Jack Mannion? Niemals. Hier wird ein Krieg geführt, Monty. Tatsache ist, seit 1970 sind mehr Amerikaner getötet worden, als während aller Kriege, die die USA im letzten Jahrhundert als Kriegsopfer zu beklagen hatte. Also wenn das kein Krieg ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Alles okay. Hey, lass das! Spinnst du? Was sind wir nicht alle? Gib mir den Schläger. Hauen Sie ab! Hör auf damit! Sperren Sie mich doch rein! Du willst doch nicht in den Knast, oder? Doch, das will ich. Ich will zu meiner Mom. Übernehme, Officer, danke. Miss Marks. Ja. Sind Sie okay? Mhm. Ist das der Mann, der Sie belästigt hat? Ja. Ja? Ja, sein Name ist Tony Haskey, mein Ex-Freund. Ich habe aufgezeichnet, was er gesagt hat. Dazu die einstweilige Verfügung und eine Liste, auf der steht, wann er mich belästigt hat. Gut, sehr gut. Er belästigt mich seit 6 Monaten. Ich verlor meinen Job und bin 2-mal umgezogen. Diesmal haben wir ihn. Ja, diese Worte habe ich schon oft gehört. Alex Carter, 10 Jahre alt, seit einem Jahr in einer Pflegeanstalt, nachdem seine Mutter wegen Drogenhandels verhaftet worden ist. Chief Mannion? Ja? Ich bin Renee Sawyer vom Amt für Jugendfürsorge. Nehmen Sie doch Platz. Erzählen Sie uns, was Sie über ihn wissen. Nun, er ist im letzten Jahr in 5 Pflegeheimen gewesen. Emotionale Probleme, Bettnässer, weigert sich zu essen. Das verstehe ich. So reagieren Kinder in der Regel auf den Verlust ihrer Mutter. Meine Schwester wurde ermordet und ich habe ihren Sohn adoptiert. Und was ist mit dem Vater? Nicht genannt und andere Verwandte sind nicht angegeben worden. Wie gut kennen Sie das Kind? Vor 2 Tagen hat man mir den Fall aufgeheizt. Aufgeheizt. Er ist jetzt der 65. Da hat wieder einer Mist gebaut, Renee. Das ist William Beamiston. Er ist der vom Gesetz zugeteilte Pflegevater. Ich habe seit 10 Jahren 34 Jungs in Pflege. Die meisten sind Wiederholungstäter. Ich fürchte, der endet eines Tages genauso. Aha. Alex, ich habe da eine Idee. Wenn dir das nächste Mal danach ist, auf irgendwas draufzuhauen, dann nimm doch lieber einen Baseball. Einverstanden? In den Knast, richtig? Nein.
Man bringt dich wieder zurück ins Heim. Ich will aber zu meiner Mom. Das hatten sie versprochen. Schluss jetzt, hör auf damit. Geh. Nein! Lassen Sie mich los! Nancy, sehen Sie doch mal nach, was wir über seine Mutter haben. Ja. Lustig? Ja, der Junge mit dem Schläger ist ein Pflegekind. Nein, warten Sie mal. Moment, Monty. Sie dürfen nicht über den Jungen sprechen. Was? Wieso nicht? Nun, weil er gerade eine schwere Phase zu überstehen hat und das muss man nicht unbedingt breittreten. Ach, erst sagen Sie mir, Ihr Privatleben sei tabu. Und jetzt das hier. Ich meine, ich bringe doch keine Pressemitteilung aus. Nein, warten Sie. Ich denke, er versucht nicht, Ihre Arbeit zu behindern. Er will nur die Intimsphäre des Jungen und der Mutter schützen. Den Namen des Kleinen dürfen Sie ja sowieso nicht nennen. Stimmt schon, da haben Sie recht, okay, aber ich darf doch über den Fall berichten. Jetzt tun Sie genau das, was Ihr Großonkel getan hat. Er bearbeitete Eisenhower so lange, bis er kriegte, was er wollte. Das ist unglaublich, wie Sie die Geschichte verzerren. Ich halte mich da raus. Aber... Hey. Ah. Ich habe nur ein paar Minuten. Aber wir müssen die Dinge sofort entscheiden, Temple. Die Hochzeit ist in 6 Monaten. Die Ausstatter sind voll ausgebucht, das ist allgemein bekannt. Na gut. Ich hatte mir gedacht, dass die Freunde des Bräutigams burgunderrote Fliegen tragen und Kummerbund. Und gilt das für alle? Liebling, wenn du das nicht gut findest, sag's mir. Es ist mir egal. Es ist dir egal? Nein, was ich meine ist, es ist deine Hochzeit. Ich dachte, es sei unsere. Ist es auch. Du kennst dich einfach besser aus mit solchen Sachen und ich habe noch so viel Arbeit, die wartet. Sag einfach, was du denkst. Weißt du was? Ich find's toll. Es ist klasse, wie du das machst. Also dann. Du weißt, ich liebe dich. Ich muss los. Chief, die Post wird abgeholt. Sehr schön. Sie spielen jetzt den Postboten. Wenn der Postmann zweimal klingelt. So. Super Streich. Jessica Lang. Jack Nicholson. Liegen auf dem Küchentisch. Nein, ich dachte da mehr an das Original mit John Garfield und Lana Turner. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Die Neugierige. Er will zur Hochzeit seiner Ex-Frau gehen. Wen nimmt er mit? Das will ich ja eben rausfinden. Vielleicht diese Reporterin. Du kennst doch seine Schwäche für Rothaarige. Sie ist keine von den Echten. Sind Sie? Machen Sie doch Feierabend. Ja, Sir. Danke, Sir. Gut. Und zu Ihrer Information. Ihr Name ist... Und Gast. Hey, wer kommt denn da? Hey, Lady, wen suchen Sie? Ich wollte zu Alex Carter. Besuch ist nicht erlaubt, wenn Beamiston nicht da ist. Wo ist Mr. Beamiston? Einkaufen. In einem von diesen Monsterläden. Sie wissen schon, wo man 300 Rollen Klopapier für einen Dollar kriegt. Ja. Und dann geht er zum Staat und verscheuert sie wieder für 3 Lappen die Rolle. Kein Flachs, Lady, so ist es. Alex! Hi! Darf ich mal? Hi. Na, wie geht's? Es geht mir gut. Wie ist dein Name? JT. Hör mal, JT, wieso machen du und deine Freunde nicht einen kleinen Spaziergang? Ich hab mit Alex zu reden. Was will die von ihm? Ich kann jetzt nicht. Hört er sich gut? Wir müssen ihn da rausholen. Das ist nicht so einfach. Sicher ist Bimmelsonsheim kein Paradies, aber solche Unterkünfte sind rar. Aber es geht doch nur um einen Jungen. Da wird sich doch ein Bett finden lassen. Unser Ziel ist es immer gewesen, dass die Kinder in verantwortungsvolle Hände kommen. Aber in erster Linie müssen wir einen Unterschlupf für sie finden. Letzten Monat haben Kinder auf Feldbetten in meinem Büro geschlafen. Hier ist die Akte von Alex' Mutter, Priscilla Carter, 32, nicht vorbestraft. Sie wurde vor 1 Jahr wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht festgenommen. Ihr damaliger Freund ist ein bekannter, vorbestrafter Drogendealer. Ihr Haus hat man verwanzt, dadurch konnten die 2 überführt werden. Wie viele Jahre muss sie sitzen? Es gab noch kein Urteil. Was erwartet sie? Bei einem harten Richter 7 bis 10 Jahre.
Ach, das Kind wird ohne Mutter aufwachsen und dann kommt es unter die Räder wie all die anderen. Unter die Räder? Wieso? Wenn sie 18 werden, fliegen sie automatisch aus dem System und stehen dann alleine da. Chief? Ja. Das ist Karen Spotts. Hallo. Stephanie Pace, Ihre Anwältin. Tag, ich bin vom Verein für Frauenrechte. Freut mich sehr. Können wir Sie kurz sprechen? Chief, dieser Mann Heskey wird Karen töten, wenn Sie ihn wieder auf die Straße lassen. Keine Angst, wir haben ihn weggesperrt. Das letzte Mal erschien der zuständige Beamte gar nicht vor Gericht. Er hielt die Sache wohl nicht für besonders wichtig und die Klage wurde abgelehnt. Wir möchten nicht, dass das nochmal passiert. Ich verstehe, Detective McGregor hat gesehen, wie er gegen die Verfügung verstoßen hat und wird das bezeugen. Ich weiß, das sagten Sie schon mal. Aber kann ich mich darauf verlassen? Detective, Sie müssen sich über jedes Detail absolut sicher sein über das, was Sie sahen und hörten. Oh ja. Holen Sie mich in den Zeugenstand. Er wollte abhauen, Mr. Beamis. Alex. 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 Es tut mir leid, ich werde nicht fertig. Mr. Beamis, bitte. Der Junge braucht einfach mehr Hilfe, als ich geben kann. Er bringt bloß Unruhe in mein Heim. Mr. Beamis, Chief. Die Stille hat einige Beinbrüche davon getragen, sagt er, sei aus dem Fenster gefallen. Hi, Alex. Kannst du sagen, wie das passiert ist? Bin gefallen. War jemand dabei? Keiner. Sicher nicht? Das sagte ich ja schon. Richtig. Hast du irgendeinen Wunsch? Jack. Euer Ehren. Da ist ein Gerücht im Umlauf. Jemand hat mir erzählt, er hätte Sie letzte Woche in einer Tanzschule gesehen. Sagen Sie bitte, dass das nicht wahr ist. Und ob das wahr ist, Euer Ehren? Ich nehme Tango-Unterricht. Das ist doch Unsinn. Denken Sie, ich kann nicht tanzen? Haben Sie davon die Kratzer? Ehrlich, Jack, Sie versüßen meinen Tag. Euer Ehren, ich hoffe, Sie werden meinen auch versüßen. Da ist ein 10-jähriger Junge, Alex Carter, der sich zurzeit im Krankenhaus befindet und der nur einen Wunsch hat. Er möchte gerne seine Mutter sehen. Das Problem ist nur, sie ist in Haft. Da kann ich nichts machen. Es ist nicht meine Aufgabe, gefällig zu sein. Ja, und deswegen bin ich persönlich hier. Denn wenn ich anrufe, werde ich gleich abgewiesen. So läuft das. Hören Sie sich meine Argumente an. Also alles, worum ich bitte, ist ein Besuch im Krankenhaus. Welches Vergehen? Rauschgift. Ich bin überrascht, wirklich, Jack. Ich dachte, wir beide wären Hardliner im Kampf gegen die Drogen. Das sind wir auch, Euer Ehren. Sie hat das Gesetz übertreten und dafür muss sie bezahlen. Aber jetzt haben wir diesen 10-jährigen Jungen, der unschuldig ist. Und der bestraft wird, weil ihm nicht erlaubt ist, seine Mutter zu sehen. Also davon verstehen Sie nun mal nichts. Ihr Argument zieht nicht vor Gericht. Wir sind nicht vor Gericht, Euer Ehren. Also schön. Wovon ist die Rede? Und wie charakterisieren Sie Chief Manning? Kein Kommentar. Sehen Sie, Deputy Chief, manche Menschen empfinden keinen Kommentar als wesentlich herabwürdigender, als wenn sie tatsächlich etwas sagen. Kein Kommentar. Chief, warten Sie! Ich hörte, der Junge liegt mit gebrochenen Beinen im Krankenhaus. Woher wissen Sie das? Ich bin Reporterin, schon vergessen. Also, wie kam das? Das können wir noch nicht sagen. Hören Sie, wir waren uns einig, voller Zugang. Voller Zugang zu mir, Monty, doch nicht zu dem Opfer. Dann war es also kein Unfall. Ganz im Vertrauen? Wie Sie wollen. Okay. Alex wurde wahrscheinlich in diesem Pflegeheim misshandelt und ich quäle mich jetzt durch diesen Sumpf der Bürokratie und versuche einen Weg zu finden, dass der Junge irgendwann eine Chance hat, dass er seine Mutter sehen kann. Nur, wenn ich das schaffe, dann schreiben Sie, Manion unterstützt die Drogenszene. Wie kommen Sie darauf, dass ich eine negative Schiene fahren werde? Keine Ahnung, Monty. Naja, zum Beispiel, dass Sie die Titelstory für sich haben wollen. Oh Mann, das tut weh. Für wen halten Sie mich eigentlich? Eva. Mach schon. Wow. Ja, wir haben da ein Problem mit dem neuen Mailbox-System. Aha. McGregor! Was ist denn los?
Tony Heskey hat man gerade ohne Kaution freigelassen. Was? Wir haben bei dem Papierkram irgendwelche Fehler fabriziert. Und was ist mit Karen Spots? Da läuft ein Anrufbeantworter. Ich versuch's mal bei ihrer Anwältin. Vielleicht weiß die, wo sie steht. Ja. Ich schicke einen Streifenwagen zu Karens Haus. Dafür könnte ich meinen Job verlieren. Hören Sie, ich möchte mich entschuldigen. Ich hatte Ihnen unterstellt, dass Sie die Kinder nicht richtig betreuen, ohne mir darüber klar zu sein, wie schwer der Job ist. Es ist zu schaffen. Ich bin unterbezahlt, wenig geschätzt, aber Arbeit. Die Kinder sind's. Also, J.T. Gruger. Das ist der Knabe, den ich vor dem Dienstenheim herumlungern sah. Habe ich schon mal gehört. Erste Festnahme mit 9. Wegen Vandalismus, Diebstahl, später kam Brandstiftung dazu. Und jetzt der Angriff auf Alex. Kein Wunder, dass er solche Angst vor ihm hat. Ah, John Tyler Gruger. Er hat ein Dutzend Pflegeheime durchlaufen, seit er 7 ist. Das könnte Alex genauso gehen. Sein letzter Vormund war Beamisten, bis er mit 18 auf die Straße gesetzt wurde. Was ist mit Mr. Beamisten? J.T. sagte ziemlich klar, dass Beamisten die Differenzsumme mancher Staatsgelder für sich in Anspruch genommen hat. Die meisten der Pflegeeltern sind engagiert und anständig, aber mit Sicherheit gibt es darunter auch ab und zu Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und Kinder wie Alex gehen daran kaputt und geben auf. Die durchbrechen mir den Teufelskreis. Ich bräuchte mehr Material. Worüber? Das Kinderpflegesystem? Ach, wie konnten die ihn einfach laufen lassen? Hören Sie, das war ein Formfehler. Heskey wird Sie töten, das wissen Sie. Können Sie das vor Ihrem Gewissen verantworten? Nun mal langsam. Wir finden den Kerl. Ja, wenn es zu spät ist. Hören Sie mal, Miss Pace. Wir können erst eingreifen, wenn wir wissen, wo Karen ist. Sie werden sie nicht finden. Sie hat kein Vertrauen zu Ihnen. Aber wir sind Ihre einzige Chance. Karen Spots ist schon so oft von der Polizei belogen worden, dass sie sich ab sofort nur noch auf sich selbst verlässt. Entscheidend ist jetzt, dass wir sie vor Heskey finden. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Tun Sie es oder nicht. Na gut, ich mach's. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Mann, seit er ausgezogen ist. Noch verliebt? Ich weiß nicht. Wieso nicht? Ich weiß nur, ich liebe ihn nicht mehr so wie früher, aber irgendwie fehlt er mir. Ich liebe meine Verlobte sehr. Wirklich. Aber das Gefühl, von dem Sie neulich geredet haben, ich weiß nicht, ob ich das je gefühlt habe. Temple, wie würden Sie sich fühlen, wenn Giselle sich entschließen würde, Sie knallauffall zu verlassen? Das könnte ich mir nicht vorstellen. Sie ist immer da gewesen. Von Kindheit an. Ich würde an Ihrer Stelle genau darüber nachdenken, bevor ich etwas unternehme. Warten Sie bitte, Sir. Ist schon Sir, gut, Lady. Sie können doch nicht ein... Wie können Sie es wagen? Schon gut, Nancy. Wie kann ich was wagen? Sich Unterlagen von meiner Mitarbeiterin zu erschwindeln und dadurch die Behörde zu attackieren. Oh, Mr. Wendt, wir attackieren niemanden, aber wenn Leute in großer Gefahr sind, müssen wir reagieren. Na gut, und was verstehen Sie von Jugendfürsorge? Haben Sie eigentlich ein Examen gemacht in Sozialarbeit? Ich kann auch so sehen, dass Alex Carter schlecht behandelt wird. Hören Sie, Sie verstehen nicht, wie das funktioniert. Ich werde Ihnen das mal erklären. Die Fürsorgeanstalt ist kein Gefängnis, auch keine Strafanstalt. Es ist nur eine kurzfristige Aufsicht. Bei Alex ist das aber anders. Wenn er nicht die professionelle Beaufsichtigung bekommt, die er braucht, ist das Leben dieses Jungen verfuscht. Mr. Mannion, meine Dienststelle hat keine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Police Department, okay? Mr. Wendt, was denken Sie, was wir hier machen? Wenn wir sehen, dass Kinder misshandelt oder verletzt werden, treten meine Leute sofort in Aktion. Da kann es passieren, dass man auch auf Boden tritt. Ich rate Ihnen, räumen Sie sie weg. Ella? Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit Mr. Wendt, dem Leiter der Jugendfürsorge. Und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ich bei der Sache irgendwas nicht nachvollziehen kann. Chief, wenn ich diesen Jungen betrachte, sehe ich Ricky. Und ich spüre genau, dass er seinen Mann vermisst. Und obwohl ich alles tue, was ich kann, weiß ich genau, es ist nicht dasselbe. Ein Kind sehnt sich nach seiner Mutter. Ella, wie lautet immer noch die erste Regel in diesem Department? Kein emotionales Engagement. Exakt. Das
Sie waren vom ersten Tag an emotional engagiert, also kommen Sie mir nicht so. Na gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag, wenn wir in der Sache noch mehr Ärger bekommen. Zeigen Sie mal her. Sehen Sie sich das an. Chief, kann ich mal kurz weggehen? Meine Verlobte arbeitet hier. Ach ja? Ja. Welche Abteilung? In der Nachbarn. Gut, Sie können gehen. Thanks. Hey! Es tut mir so leid. Mir auch. Ich bin einfach nur aufgeregt. Ich will doch nur, dass alles perfekt läuft. Ich weiß. Wussten Sie, dass Ihr Freund Drogen bei Ihnen aufbewahrt hat? Ich war nicht sicher, aber ich hatte den Verdacht. Bei seiner Verhaftung haben Sie ihn aber gedeckt. Er hat gesagt, wenn ich meinen Mund halte, dann wird alles in Butter sein. Und er würde die Schuld auf sich nehmen. Und, das wollen Sie mir weismachen? Ich bin unschuldig und dachte, irgendwann werden Sie auf die Wahrheit kommen. In einer perfekten Welt vielleicht. Hören Sie, ich werde für meinen Fehler bezahlen, aber jetzt lassen Sie mich bitte zu meinem Jungen. Na gut. Noch sind Sie da nicht durch. Ich will diesmal die Wahrheit hören. Das hier war die Wahrheit. Überzeugen Sie mich. Wir sind hier ein Police Department, kein Wohltätigkeitsverein. Was reden Sie da bloß? Was soll das wieder heißen? Das heißt, wir leisten auch Polizeipolitik hier in der Landeshauptstadt. In Sachen Drogen, Familienstreitigkeiten, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Mord. Wir können nicht auf jeden individuell eingehen, wie die Mutter ist. Was diesen Fall angeht, kann ich nicht zustimmen. Es sei denn, sie ist schuldig. Beschützen Sie meinetwegen unschuldige Bürger wie diesen Sportsserver. Keine Drogendealer. Alles klar, Tempo? Bestens. Er hat die Hochzeitsdepression. Ist noch ein bisschen früh dafür, oder? Ich denke, das Wichtigste bei so einem Anlass ist, dass zwei Menschen zusammengehören. Verstehen Sie und ich, was man für Sachen anzieht, welches Essen serviert wird? Das halte ich für völlig unwichtig. Unbedingt. Hören Sie auf den Rat eines Mannes, der schon zweimal vor dem Altar stand. Mhm. Sie sollten durchbrennen. Wow! Das ist ja ein Zufall. Monty. Da ich schon mal hier bin, haben Sie was dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze? Ganz und gar nicht. Prima. Rutschen Sie ran. Danke. Also bis dann. Ich komme mit. Nein, nein, nicht nötig. Bleiben Sie doch noch. Wir hatten soeben eine heftige Debatte über die Fragen, die Sie aufgeworfen hatten. Oh, und welche Fragen? Wieso ich immer solche Schuhe trage, woher ich die Krawatten kriege, mit denen ich ausgehe. Mit wem gehen Sie aus? Ich habe jeder Frau Punkte zugeordnet unter dem Gesichtspunkt seiner Vorliebe. Okay. Okay, also Monty kriegt gleich nochmal 3 Punkte, weil sie die einzig rothaarige ist. Auch wenn sie nachgeholfen hat? Okay, dann ziehen Sie wieder einen ab. Okay, nächstes Kriterium, Jobs. Reporterin kann er nicht leiden, also. Miss Sawyer arbeitet mit Kindern, das bringt mindestens 1 Punkt. Die Pace hat ein Buch geschrieben, also bitte. Ah, eine Autorin. 3 Punkte. Ich denke, wir haben die Gewinnerin. Sie waren nicht beim Frühstück. Ich habe bereits vor 3 Stunden gefrühstückt. Hier, ich möchte Ihnen was zeigen. Es gibt 3980 Pflegekinder in dieser Stadt. 27% davon landen, wenn sie volljährig sind, innerhalb eines Jahres im Gefängnis. Und die Rate steigt auf 53%, wenn das Kind missbraucht oder vernachlässigt wurde. 53%? Ja. Und das sind nur die gemeldeten Fälle. Sie lernten sich vor 15 Monaten kennen und haben sich vor 5 Monaten getrennt. Und vor
Vor 4 Monaten startete er diese Serie von Liebesbriefen und Hassanrufen. Was war das Motiv? Sie sagte, sie sei wieder ausgegangen. Nur so, nichts Ernstes. Hat sie im Moment einen Freund? Wenn ja, redet sie jedenfalls nicht darüber. Sie ist extrem vorsichtig geworden. Ich finde zu Recht. Entschuldigen Sie mich. Der schwarze Falke. Ist das Ihr Lieblingsstreifen? Ja, ein Klassiker. John Waynes bester. Die größte Hommage an Chauvinismus und Sexismus der Filmgeschichte? John Wayne verschwendet seine ganze Kraft darauf, seiner entführten Nichte nachzujagen? Er will sie töten, weil sie sich einem Comanchen hingegeben hat? Ja, Red River ist ein guter Film. Vor Karens Haus soll es eben einen Krawall gegeben haben. Ich sollte mitfahren. Oh. Wo sind die hin? Ist was passiert? Die wollen nur einen Fall aufklären. Welchen? Chief, vergessen Sie nicht, gleich kommt der Richter. Ah ja, danke, Nancy. Ich kann mich da jetzt nicht in Einzelheiten. Hören Sie, Chief, der Artikel geht in 24 Stunden in Druck und ich habe nichts. Was soll ich denn machen? Entweder geben Sie mir eine Story oder ich schreibe, dass der Mann, der immer von einer transparenten Regierung spricht, Angst vor der Presse hat. Sie sind die reinste Pest. Schreiben Sie, was Sie schreiben müssen. Es muss nur genau sein.